und auch Vertreter von ADAC und Greenpeace. Sie glauben, Sie seien unkündbar, vielleicht weil Sie Betriebsrat sind oder langjährig beschäftigt oder schwerbehindert oder schwanger. Recht haben Sie, aber sicher vor Kündigung sind Sie deswegen noch lange nicht. Denn Sie sind damit im Visier von Anwälten, die sich darauf spezialisiert haben, Sie mit allen Mitteln aus der Firma zu kriegen. Einer dieser freundlichen Zeitgenossen hat sogar ein Buch geschrieben, Titel »Die Kündigung von Unkündbaren«. Er berät Arbeitgeber und gibt ihnen teure Tipps, wie sie Langzeitkranke, Betriebsräte und angebliche Faulenzer, Querulanten und Arbeitsverweigerer loswerden können. Christian Esser hat sich diesen Rechtsanwalt und seine Rechtsgenossen näher angeschaut. Er setzt da ein Selbstwertgefühl ein, indem er Menschen demütigt, isoliert, verunglimpft, hetzt, jagt, verfolgen lässt. Also diese ganzen strategischen Punkte, die er da einsetzt, die führen dann dazu, dass der einzelne Mensch sehr schnell in innere Prozesse kommt, die dazu führen, dass er es nicht mehr aushält, dass er krank wird, dass er sich verändert, auch psychisch verändert. Und letztlich zielt ja die ganze Strategie darauf ab, auf die Selbstaufgabe des Arbeitsplatzes. So urteilt die Gewerkschaft über ihn, Rechtsanwalt Helmut Naujoks. Er ist ein Mann fürs Grobe. Viele Unternehmen heuern ihn an, wenn sie Mitarbeiter loswerden wollen, auch solche, die einen besonderen Kündigungsschutz genießen. Naujoks ist nicht nur Anwalt. Gegen 1000 Euro Tagesgage bietet er Seminare für Arbeitgeber an. Diese tragen Titel wie »Die Kündigung von Unkündbaren« oder »Der besondere Kündigungsschutz von Betriebsratsmitgliedern und wie sie ihn erfolgreich durchbrechen können«. Natürlich sind das markante Titel. Ich will damit auch natürlich eine Neugierigkeit, ich will natürlich auch neugierig machen. Das liegt doch auf der Hand. Es ist Marketing. Der Inhalt ist sachlich, nüchtern, eine Zusammenstellung von Urteilen des Bundesarbeitsgerichts. Und es ist mir auch sehr wichtig, das hier hervorzuheben. Vergangene Woche im Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Hier treffen sich Naujoks Opfer. Mitarbeiter, gar Betriebsräte verschiedener Firmen. Naujoks ging mit allen Mitteln vor. Rechtsanwalt Naujoks hat mich mit fristlosen Kündigungen bombardiert. Die kamen immer zum Wochenende oder sogar zu Weihnachten. Ich soll ein paar Euro Spesen falsch abgerechnet haben. Die Kündigung war eine Katastrophe. Ich bekam kein Gehalt mehr, konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Vor Gericht habe ich immer gewonnen und prompt hatte ich wieder eine neue Kündigung im Briefkasten. Dieser Anwalt wollte meine Existenz kaputt machen. Es wird versucht, Druck zu erzeugen, dadurch, dass man erstmal Vorwürfe konstruiert. Da wird dann vorgeworfen, man habe Spesen falsch abgerechnet, man habe in die Kasse gegriffen, man sei zu spät gekommen. Dann, gerade jemand, der sehr viel Wert darauf legt, ordnungsgemäß zu arbeiten, fühlt sich dadurch natürlich schon erstmal zu Unrecht beschuldigt, geht dagegen vor, wehrt sich dagegen und kriegt dann sehr strategisch und gezielt untergeschoben immer wieder, dass es neue Vorfälle gegeben haben soll. Das heißt, sie sind in einem permanenten Rechtfertigungsdruck. Wenn ein Arbeitgeber Naujoks holt, geht es für betroffene Mitarbeiter also hart zur Sache. Denn Naujoks schreckte nicht einmal davor zurück, einen kompletten Betriebsrat zu kündigen. Unter diesen Kündigungen war dann auch die Kollegin, die im 8. Monat schwanger war, Betriebsrätin war, seit 5-6 Jahren damals. Und die musste, obwohl wir sie vorgewarnt hatten, dass da was kommt, sie soll es nicht zu ernst nehmen und so, musste dann mit vorzeitigen Wehen ins Krankenhaus. Solche Methoden sind schon mal vom Betriebsverfassungsgesetz her, ist es verboten, eine Schwangere zu kündigen. Das ist ihm gerade so egal. Und ich denke, dass man einfach den Menschen muss man das Handwerk legen. Manche Naujoks-Opfer, wie Roland Renger, geben aus gesundheitlichen Gründen auf. Andere setzen sich zwar gegen ihn durch, aber der Kampf hinterlässt Spuren. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Bin mal aufgewacht, habe zu meinem Freund gesagt, fahr mich ins Krankenhaus. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Ich bin 25, ich habe gedacht, das Leben ist vorbei. Also mir ging es teilweise so, dass mir schlecht wurde, wenn ich auf den Parkplatz meines Unternehmens gefahren bin, dass ich teilweise, bevor ich an meinen Arbeitsplatz gehen konnte, war ich auf der Toilette, musste mich übergeben morgens, wenn ich den Betrieb betreten habe. Und teilweise habe ich mich in mein Büro eingeschlossen, weil ich irgendwie Angstzustände hatte. Und also das, was Herr Naujoks macht, ist Psychoterror.
Nein, das ist, ich gehe doch nicht ran, um eine Persönlichkeit zu zerstören. Das Typische ist, ich übernehme ein Mandat, ich schaue mir die Akten an, ich frage nach, wie ist das Verhältnis zwischen Arbeitgeber, Betriebsrat. Das ist doch nicht wahr, dass ich in irgendeiner Form hier Persönlichkeiten zerstören will. Das weise ich entschieden zurück. So wie Naujok sehen das viele Anwälte und bieten ebenfalls Seminare für Arbeitgeber an. Einer der größten Anbieter ist die Anwaltskanzlei Schreiner. Die Rechtsanwälte geben jährlich 400 Seminare. Sie informieren beispielsweise über die Ablösung störender Betriebsräte oder betriebsbedingt kündigen, aber die richtigen. Aber auch die Kündigung störender Arbeitnehmer. Uns wurden verdeckte Aufnahmen eines Seminars zugespielt. Teilnehmer, Vertreter mittelständischer, aber auch großer Unternehmen. Sie lernen, wie man Kündigungen strategisch plant. Zum Beispiel die Kontrollstrategie. Sie tarnen einfach einen Detektiv als Leiharbeiter und setzen ihn auf den störenden Kollegen an. Der Einsatz kostet Sie zwar 1.000-2.000 Euro, aber es lohnt sich. Oder schicken Sie mal einen Detektiv mit einem Blaumann rein. Da kann man auch mal den ausländischen Typ nehmen. Eine Observation der Zielperson im öffentlichen Raum ist auch möglich. Es können auch Fotos gemacht werden. Wir fragen nach bei der Anwaltskanzlei Schreiner. Gegenüber Frontal 21 bestreitet sie, empfohlen zu haben, Detektive als Leiharbeiter zu tarnen. Zudem könne man nichts Unmoralisches daran erkennen, Arbeitgeber über ihre Rechte zu unterrichten. Es sind geheimdienstliche Methoden, die da angewendet werden. Da wird undercover gearbeitet. Da wird vorgespiegelt, da kommt ein Kollege rein, mit dem man dann eben auch kollegial umgeht. In Wirklichkeit ist es ein Agent des Arbeitgebers, der ihn aushorcht, ausforscht und Material sammelt, das dann gegen einen verwendet wird. Weiter im Seminar. Sourcen Sie einfach Bereiche aus, in denen der störende Arbeitnehmer beschäftigt ist. Schließen Sie also die Abteilung. Das ist Ihre freigestaltende Unternehmensentscheidung. Und die ist nur beschränkt gerichtlich überprüfbar. Zum Schluss erfahren die Teilnehmer von einer ganz besonderen Methode. Ich habe da gerade einen Fall, da geht es um 5 Manager. Einen wollen Sie loswerden. Den befördern Sie einfach zum Generalmanager. Geben Sie ihm mehr Verantwortung und 1.000 Euro mehr. Nach kurzer Zeit können Sie als Geschäftsführer entscheiden, dass Sie die Aufgaben des Kollegen mit übernehmen möchten. Den Kollegen können Sie jetzt kündigen, da es ja keinen vergleichbaren Arbeitsplatz mehr gibt. Unternehmen, die eine solche Strategie fahren, sind eigentlich ökonomisch zutiefst dumm. Warum? Wir brauchen für die Wertschöpfung hochmotivierte Beschäftigte. Wir wissen, ein Unternehmen ist immer ein soziales Gebilde. Das heißt also, ich muss für Motivation sorgen, von den Arbeitsbedingungen, vom menschlichen Umgang. Und diese Unternehmen, die sich so beraten lassen, machen genau das Gegenteil. Sie spalten Belegschaften, sie spielen Menschen gegeneinander aus. Naujoks und Kollegen halten ihre Praktiken für legal. Erstmals will sich die Gewerkschaft wehren und Strafanzeige gegen Helmut Naujoks stellen. Wegen Körperverletzung. In unserem Internetchat erreichen Sie für Fragen und Rat gleich die entsprechende Expertin der Gewerkschaft Verdi.